So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. Und ich bin tatsächlich soweit, dass ich nicht weiß, worum es hier geht tatsächlich, denn bis dahin habe ich noch nie gespielt. Wir haben in der letzten Folge die Untaten des verrückten Professors beseitigt. Das heißt, wir sorgen hier für frische Luft und sollen jetzt kontrollieren, wie es da oben aussieht bei, wie heißt der? Helmut. Heißt der Helmut? Ich weiß, ja, wir sind jetzt auf der Helmut-Station schon. Da sollen wir gucken, wie es da ausschaut. Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. So, da ist eine. Ja, Meise, hätte ich beinahe gesagt. Wie nennt sich das Ding gleich noch? Hier. Ein Hüpfwagen! Da siehst du eine Hüpfwagen! So, dann mogen wir das mal so. So, okay. Warum ist das hier so? Warum sieht es hier aus wie beim Häuptling und am Sofa? Ach, das ist ein Scheißhaus. Alle auf dem Scheißhaus gestorben. Was für ein unehrenhafter Tod, wa? So. Wo ich nicht sterben möchte, ist Scheißhaus. Aber wir finden hier jede Menge Geschit, ne? Es lohnt sich öfters mal auch auf Marsch auf dem Scheißhaus. Alter, Digga. Der hat sich an mich festgehalten. Ja, komm mit, ich nehme dich mit, mein Junge. Kein Problem, so weit. Ich trag dich hier über die Türschwelle, mein Schatz. Verpiss dich. Ich bin schon verheiratet. Oh, Mann, du. Noch mehr Magazine. Ah! Rück hier! Komm mal! Daneben, daneben! Juhu! Willkommen in der Sklaverei. Nö, nee, Tomji, das geht uns hier einfach nichts an. Da sollen wir auch gar nicht hin. Nö. So geil hat ja nicht, ne? Mit Lügenschnitten. So ein leichter Sound von Star Wars mit drinnen, ne? An den, also diese mechanischen Geräusche. Erinnert mich so an diese Druidenfabrik auf Geonosis, Alter. Hallo. Elevierte Musik wäre sehr, sehr nice hier. Aber diese Panzerung sieht ziemlich nice aus, ne? Der sieht echt schon so ein bisschen El Brutalo. Was ist denn das hier? Ach, hier, guck mal, hier gibt's Tomatoes. Ah! Bist du doof? Entwässerungsphase eingeleitet. Entwässerungsphase eingeleitet. Bist du bescheuert? Das ist laut wie Sau. Alter, ich bin alt und sterbe bald. Okay, finden wir einen Job, könnten wir mal unsere Platine da verkaufen. Was ist das hier für eine Platine? Halbleiter Gold. Alles klar. Was ist das? Ach, das ist unser Dingenskill. Ach, wir haben das noch gar nicht initialisiert, wa? Also die Frü... Wird? Ja. Das ist Helmut. Helmut! Steh auf, Helmut! Ja, sag dir, Kollege. Du ziehst das im Unternehmen. Wie schön, Sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, Sie sind es, die die Luft hier verpesten. Ja, weil die faulen. Sie werden transformiert. Achso. Ich habe einen von Ihnen gesehen. Aufgedunsen. Angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond, ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Das magst du einfach so sagen, oder? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager, aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Alles klar. Wieder mal Kammerjäger spielen, was? Gut, wieso geht das nicht? Aha. Warning. Open that door, please. Das sind bestimmt die Lebensmittel faulen. Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschottung nicht aufnehmen. Alter. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht.
Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Die Kapseln zerstören? Alles klar. Okay, toxisch hier am Start. Das Ding funktioniert nicht. Ich glaube, das wird unser Endprodukt sein, wenn wir fertig sind. Wir müssen da reingehen. Oh, ein Shop. Warte mal. Geil wäre natürlich, wenn wir jetzt mal so ein Schema hätten für... können wir nicht mitnehmen. Nimm es voll, ne? Ja. Wenn wir so ein Schema hätten für den vierten Anzug. Oder den Anzug Level 4. Das wäre natürlich mega mördergeil. Energie, Laserkanone. Okay, die sind wir jetzt in der Lage zu kaufen. Waren wir vorher nicht in der Lage, die zu kaufen? Halbleiter Gold, der wird jetzt verscherbelt. Sicher, Digga. Anzug Level 2, Anzug Level 3. Ich hätte so gerne den Anzug Level 4. Müsste doch auch mal bald geben, oder? Energieknoten. Wir haben ja schon zwei, wenn wir uns noch einen kaufen. Reaper Klingen. Die Frage ist, ich weiß nicht, das ist ein Nahkampfding, ne? Luftkanister klein. Wir sollten uns auf jeden Fall so einen Luftkanister kaufen, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Reaper, ich halte das für unnötig. Der Flammenwerfer wäre nochmal eine interessante Idee. Energiekanone, Energieknoten, ja, ist klar. Energiekanone. Chinese Booster Kurzentfernung. Flammenwerfer. Sturmgewehr, Strahlenkanone, zeitgesteuerte Minen. Flammenwerfer. Aber andersrum, wenn wir jetzt noch mehr Motivation von anderen Dingen einsammeln, dann sind wir bei weit ganz voll und können gar nichts mehr mittragen. Wird schwierig. Oh ja, die Luft ist nicht so schön. Ich sollte wohl froh sein, dass Hermit noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Müll! Was ist denn er? Müll! Irgendwas geht hier vor sich. Keine Dingstruhe, die offen ist? Lexmer Morsch. Ich schwöre, wenn ich angespritzt werde, werde ich bestimmt vergiftet oder so. Was ich gerne hätte, mehr, ja. Rick. Eine Laserkanone haben wir ja so gesehen noch gar nicht richtig gehabt. Pass auf, wir geben jetzt ein bisschen mehr Schaden in unseren Impulsgewehr und dann in unseren Anzug machen. Oh Gott, ich dachte, ich will kaputt. In unseren Anzug dann nochmal gleich. Okay. Impulsgewehr. Was können wir denn in unseren Anzug machen? Ich hätte, glaube ich, gerne so, dass wir... Ja gut, mehr Luft haben. Wir können einfach nur da runter gehen. Was wäre das denn hier? Damit wir ein Treffer kommt. Okay. Da müssen wir mal drauf arbeiten, damit wir den mal ein bisschen schicker kriegen hier. Können wir uns heilen? Ja. Noch mehr Energie-Dingens von so einem Plasma-Kanon. Credits sind in der Gang gewesen bei mir. Ich bin ein Typ, der wieder fliegt, aber nicht. Ich wette, das ist gefährlich hier. Ab nach oben! Welche Teufelerei wird uns jetzt hier erwarten? Achso. Ist aber keiner von denen, ich bleib mal immer am Leben und so ein Scheiß, ne? Ich werde niemals sterben! Credits. Wenn er Credits dabei hat, ist er willkommen bei uns. Wow, hübsch hier. Was? Affengeräusche? Ja.
Das soll, glaube ich, so eine Art... sag schnell. Botanischer Garten sein, oder? Ich finde es angenehm. Nur, dass ich durch die Geräusche nichts anderes hören kann. Aber andersrum, Monster sind immer laut. Ich hab daneben geschossen. Scheiße. Ernsthaft jetzt, Mann? Ich hab doch schon eher gedrückt zum Nachladen. Wie viel sind das? Ich komm nicht weg. Aha, der steht hier im Weg, wa? Ach, kann doch nicht sein, dass alles leer ist hier, Mann. Besser. Motherfucker! Ah! Oh! Die Affen sind zurück. Oh mein Gott! What the fuck? Muss das immer alles so anstrengend sein hier? Diese Babys, ne? Die gehen mir total auf den Keks, Alter, ehrlich. Warum krieg ich jetzt gerade so viel Laserstrahl-Dingens? Willst du mich verarschen? Da ist wieder irgendwie so ein Geräusch dabei, was mir nicht gefällt. Oh Gott. Das war so ein Typ, der schlechte Luft macht hier. Wieder zusammengewachsen ist einfach. Ich schwöre, dieses Spiel ist einfach so pervers, Alter. Das ist so wie Zor oder so ein Scheiß, ey. Einfach noch gestört, dieses Spiel. Was macht der denn jetzt? Keiner von den Kameraden ist wieder zusammenbauen, ne? Boah, heb die Scheiße auf, Junge! Diggerle, 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 was geht hier ab? Puh! Wo geht's hier? Nächstes Mal. Bastard! Die, Motherfucker! Okay, da müssen wir links. Ah ja, ab nach oben. Ebene 1 sind wir schon. Ja.
Achtung, bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ja, ein zuständiger Techniker wurde informiert. Wir sind hier richtig. Da hätten die Credits. Komm, wie kommen wir denn dahin? Ach du Scheiße. Da ist schon wieder so ein... Ach fuck. Isaac, mach uns wieder ganz. Diggerle. Ich hab dir auch gar nicht zugehört, Dolchi, gerade. Weil gerade zu viel Action gerade war. Ist sie bekloppt? Die kann mich doch nicht voll zappeln, wenn ich hier gerade. Und der Druck steh, hör mal. Nee. Aufmachen. Speichern finde ich geil. Aber wird immer weniger mit dem Speichern hier gerade, ne? Die Speicherräume, da ist nicht mehr so viel mit, ne? Okay. Uiuiuiui. Was ist das denn? Irgendwie habe ich das Gefühl, komm mal von hinten. Was haben die da für Knuppels an den Armen? Auf jeden Fall ist der Knochen komplett irgendwie frei und dann sind irgendwelche Geschwüre, Knubbels, Dingens, Kirchen da rangeknubbelt. Wäre los. Eintritt Schwerelosigkeit. Wenn wir rausfinden werden, wo das Ziel ist, ne? Das wäre. Das hätte ja böse ins Auge gehen können. Okay, von da kommen wir. Da kommen wir her. Wo müssen wir hin? Oh yeah, baby, balla balla. Schreihals. Aber wofür Stacheln, ne? Oh.
Nun schick mich doch dahin, Mann. Ende der Schwerelosigkeit. Ach so, nett. Ich denke mal, da müssen wir wohl durch, was? Hier noch irgendwas auf dem Weg hierher? Wie ist das möglich, wenn hier alles abgebrannt wird? Man muss ja nebenbei nicht nochmal durch die Filter latschen. Ja. Ich bin ja beruhigt, dass sie auch ein TÜV-Siegel haben. Die Fahrzüge, Fahrstühle, Fahraufzügen, Lasten, Dinge entstehen. Treffen. Mein Gott, das ist tief hier. Was alles in eine Abteilung, ne? Ich muss mal sich mal reinziehen. Warnung, 10 Kilotonnen schwere Masse im Lebensmittellager registriert. 10 Kilotonnen? Was? Fress uns auf, wir haben keine Chance. Ach, wie asozial, Alter. Wo kamen wir jetzt auf einmal her? Jetzt werden wir auch zu solchen Dingern. Hier oben, die ganzen Fahrstuhl auf. Scheiß, müssen wir uns noch reinziehen, ja? Das kannst du mal, das musst du mal reinziehen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Fahrstuhl, ey.
Dann diese 10 hätten, da hätten sie noch unten hier, direkt hier, weißt du, wenn raus. Aber andersrum wäre es ja direkt gleich angegriffen, wenn rauskommt vom Fahrstuhl. Ist natürlich auch blöd, ne? Aber trotzdem, ach komm. Diese Motivation hat drauf, 45, 75. Mach jetzt die Luke auf! Warnung, 10 Kilotonnen schwere Masse im Lebensmittellager registriert. Muss ich mal reinziehen, was das so für extra Belastung für das Schiff sein muss. Ich meine, klar, alles mal schwerelos, das Schiff zumindest. Aber, oh. Komm, ausweichen. Lad doch nach. Ach, laden, Mann. Noch solche Viecher am Start? Nee. Okay, wo müssen wir hin? Da, genau dahin. Hätte ich auch flüchten können. War und noch mehr schlechte Luft, wa? Aber ich trau dem Ganzen nicht, ne? Okay. Shop ist fuck egal gerade. Speichern wäre natürlich sehr nice, ne? Hier seht ihr, dass das auf der Seite tatsächlich schon alles wieder auf grün geschaltet ist. Mal dann mal los. Oh. Nein! Jetzt ist die Munition von dem Fackgewehr auch noch leer, Alter. Ehrlich, kann man sich das vorstellen, oder? Au! Ach, fick dich doch, Mann, einfach. Das hat so keinen Zweck. Irgendwie komme ich hier nicht auf den Nenner hier gerade. Dieses Gewehr ist der Hammer. Meine Güte, ey. Daneben. Haben wir noch mal Medikits? Ja. Arschloch. Ich hasse diese Dinger, ne? Das ist nur so wenig. Ein bisschen mehr schenken können, die Pimmel. Bis hier alles versifft ist einfach. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Ach du Scheiße. Können wir mal speichern, oder was?
Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Ach komm schon. Oh nein. Oh Gott, ich sitze in der Falle. Na, die Flinte nach Kuppelberger, ey. Pupsi. Oh Scheiße. Da muss dieses Monster irgendwo sein. Ich glaube, das Tier tut sich hier irgendwie auch selber leid irgendwie. War da was drinne? Damit hätten wir ja gar nicht gerechnet. Oh, was sind hier drinne? Das abspritzt einfach, ekelhaft. Omen. Nährstoffhass wird ersetzt. Mach die Luft rein. Ja. Noch weiter oben, wa? Och, Sünde. Ich meine, wie gesagt, das sind auch nur arme Würstchen, glaube ich, ey. Die fühlen sich mit dem, was sie tun, auch nicht wohl. Ich glaube, das muss ein Leben voller Schmerz und Geschwür und einfach sein. Weiter runter, was? Hier ist auch noch einer. Logbuch der Hydrostation, Dr. Cross. Irgendwas Großes hat die Hülle in der Nähe des Lebensmittellagers gerammt. Das war kein verirrter Asteroid. Das Geräusch kenne ich. Aber es war groß und schwer. Ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß. Kommt die Stimme her? Das ist ja entsetzlich. Hier können wir speichern. Einmal nur kurz in die Tür gucken. Alles klar, müssen wir sowieso dann wieder zurück. Damit beschäftigen wir uns jetzt gar nicht. So, Kinderchen, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Es hat Spaß gemacht und gruselig. Es ist immer wieder, ne? Also ich finde das echt, wow. Und schleimig und eklig und verschleimt und widerlich und... So, bis zum nächsten Mal und ciao.